Okay, Leute, es geht weiter. Ich versuche heute mal, also heute Sonntag, der... Wie viel ist es heute? Der 15. Wie der vorige Part war oder am 15. aufgenommen. Heute mal alles irgendwie hinzubekommen. Das mache ich zuletzt. Das mache ich zuerst. Danach das hier. Dann das hier. Dann zuletzt das hier. Atlantica, die Welt hasse ich so sehr. Ich hasse die einfach. Ich mag die ganz und gar nicht. Oh, wie sieht es hier aus wie auf dem Meeresgrund? Wir sind auf dem Meeresgrund, Goofy, wir sind da. Ja, stimmt. Wieso können wir atmen? Keine Ahnung. Vielleicht hat uns jemand mit einem Zauber belegt. Ist ja wie Luft zu atmen. Aber es ist keine Luft. Seht ihr, jemand schwimmt auf uns zu. Mit Schwanz und so. Oh, Muschel-BH. Falls euch jemand fragt, ihr habt mich nicht gesehen. Was? Ich kann euch das jetzt nicht erklären, aber bitte, verratet niemanden was. Oh, haben ihre Titten gerade geglänzt? Hey, was glitzert da denn schon so schön? Goofy, wo hast du denn hingeguckt? Ach, das ist gar nichts. Nicht vergessen, ihr habt mich nicht gesehen. Goofy, du Perversling, ja, guckt auf die BHs und so. Sie hat was verborgen. Was könnte das gewesen sein? Ich mag die Welt ganz und gar nicht, echt nicht. Ja, die Musik ist geil, aber allgemein mag ich die Welt gar nicht. In Kingdom Hearts habe ich die auch gehasst. Ich hasse einfach Wasserwelten. Oh. Habe ich ja viel zu tun noch. Okay, da sind die auch schon. Ich muss doch gleich meine Karten wieder ändern. Ich brauche Cloud da hier drin. Oh, da ist auch die andere Gegnersorte. Gut. Und so. Seid ihr auch weg? Ja, fick dich hier. Hier gibt es noch eine andere Gegner. Ach, da ist der. Der ist so ekelig, der Bastard. Ja, heil mich nicht, greif ihn lieber. Heil mich nicht, habe ich gesagt. Guter Donald. Und das war auch, glaube ich, der letzte. Jetzt auf einmal kriege ich die Premium-Karte. Ach, jetzt auf einmal. Karten weg. Welche waren das? Die. Karten hinzu. Cloud, wo bist du, Cloud? Okay, dann haben wir das auch jetzt erledigt. Und wir sehen uns gleich wieder. Also hier an dieser Stelle. Ach Mann, oh Mann, das waren zu viele Kämpfe. Ich habe eine neue Attacke gelernt, Ragnarök. Die zeige ich euch beim nächsten Mal, also wenn ich jetzt wieder in der neuen Welt bin. Und ja, aufgestiegen seht ihr ja. Was habe ich noch gemacht? Nichts Besonderes eigentlich noch. Ach ja, ein paar neue Karten habe ich bekommen. Raumkarten. Die hier zum Beispiel. Ein Raum, in dem Herzlose einen Schatz bewachen. Ein Raum, in dem nur einen der Schätze echt ist. Und starke Betäubtheit, anhaltende Betäubtheit, die ist einfach sinnlos, die Karte, und ja, jetzt machen wir einfach mal los, jetzt geht's einfach mal los, wieso mache ich das, wir gehen einfach normal los, achso, hier war die erste Welt, das werde ich jetzt mal alles schnell erledigen, danach ist auch diese Welt fertig, dann kommt die nächste Welt, wo ich dann alles wieder schneiden muss, ach, darauf freue ich mich schon, Leute. Oh, Sebastian, die kleine Krabbe hier. Oh, weh mir. Stimmt etwas nicht? Es liegt alles im Argen. Der magische Dreizack des Königs wurde gestohlen. Atlantica ist wehrlos. Und noch dazu ist Prinzessin Ariel verschwunden. König Triton ist Krankversorger und will seine Gemächer nicht verlassen. Ariel ist verschwunden? Ariels Freund Fabius wüsste, wo sie ist, aber er ist verschwunden. Okay, Moment, haben wir Ariel nicht gerade gesehen?
Ja, aber sie wirkte gar nicht erfreut, uns zu sehen. Hey, hatte sie nicht was bei sich, als wir... Warte mal, hat sich den Dreizack zwischen den Brüsten gesteckt? Könnte das nicht der Dreizack gewesen sein? Der zwischen ihren Titten. Wer weiß, vielleicht. Aber dann hat ihn Ariel ja gestohlen. Dafür muss es eine Erklärung geben. Oh, Ariel, wo steckst du nur wieder, wenn dir was zustößt? Das ist alles meine Schuld. Sebastian, du bist der mieseste Aufpasser der Unterwasserwelt. Oh, oh. Eine Runde Mitleid. Und wenn sie weggelaufen ist, weil ich so ein Nörgler war? König Triton wird mich verbannen. Okay. Er würde aus seiner Schale fahren, wenn er wüsste, dass Ariel den Dreizack hat. Dann müssen wir selbst der Sache auf den Grund gehen. Sie hat sich echt den Dreizack zwischen den Titten gesteckt. Den muss sie ja echt muss sie echt große Brüste haben, wenn das so ist. Verdammt, Mann. In der Cartoon-Serie hat sie nicht so große Brüste, aber hier schon irgendwie. Bonusraum. Sehen wir mal uns den an. Hier gibt es eigentlich nur einmal einen Schatz. Erdbeben gelernt. Erdbeben. Status. Erdbeben. Ah, das ist Blitzgales. Erdbeben. Gravitas Simba, billige Magiekarte. Ja, Erdbeben, geht klar. Ja, das war das dann. Ach ja, ich muss doch einen Raum machen. Total vergessen. Echt total vergessen. Entschuldigung, ich habe außerdem die Fast-Forward-Taste gedrückt. Ich habe total vergessen. Einen normalen Schatz brauchen wir auch noch hier. Ja, Leute, ihr seht, ich habe richtig gefarmt hier. Die Schatzkarten. Sehen wir vielleicht richtig einen ordentlichen Schatz. König der Löwen. Oh, wir haben den Film gelernt. Status König der Löwen. König der Löwen. Simbas Brüder wirbelt die Gegner weit durch die Luft und lässt sie erstarren. Klingt interessant. Soll ich mal ausprobieren? Ja. Das mache ich das nächste Mal dann. Aber ich darf es nicht vergessen. Wenn doch, habe ich es vergessen. Ich weiß, das hat keinen Sinn ergeben, aber was erwartet ihr von einem Let's Player hier? Okay, dann müssen wir hier rein. Oh, ich bin zu weit. Ich muss wieder zurück. Ach, Leute. Was wird nur aus mir? Was wird nur aus mir hier? Lasst mich hier durch, danke. Lasst du mich hier durch? Oh, Mann, ich hasse das hier. Wenn hier noch die Kämpfe wären, boah, das wäre noch schlimmer. Viel zu schlimm hier. So, und Muschel springen. Hat sie sich wirklich das zwischen den Titten gesteckt? Heftig hier. Heftige Scheiße. Was für eine Größe muss sie haben? Doppel D oder was? Kann ja sein. Und Schlüssel der Vorsehung oder Wahrsehung oder Wahnsehung oder irgendwas in der Sehung. Oh, eine Schatztruhe öffnen. Da ist sie ja. Und wo ist der Dreizack, den du zwischen den Titten gesteckt hast? Es ist alles meine Schuld. Hätte ich bloß nie den Dreizack meines Vaters genommen. Ich hätte wissen müssen, dass er so weit kommt. Also hat sie ihn gestohlen. Ruhe, da kommt wer. Keine Sorge, Kind, du hast das Richtige getan. Ach, Ursula mit dem breiten Rücken. Bin mir sicher, du würdest alles tun, um deinem kleinen Freund zu helfen. Den armen Fabius hat es in die Welt der Menschen verschlagen. Das ist kein guter Ort für einen kleinen Fisch. Da wird man schön gegessen. Wenn du es nicht beeilen, gibt es für deinen Freund womöglich keine Rettung mehr. Nein! Außerdem gibst du mir den Dreizack ja nicht, sondern leihst ihn mir nur. Ja, ist klar, Laien. Ich sag nur Mr. Krabs und mit seinen Laien. Er hat sich nur alles ausgeliehen. Du kannst Fabius retten. Leih mir den Dreizack, dann helfe ich dir. Aber Vater braucht den Dreizack, um Atlantica zu verteidigen. Ich muss nachdenken, Ursula. Ich muss nachdenken. Also mir ist es egal. Aber vergiss nicht, dass dein Freund Angelhaken ausweicht, während du hier Flüsschen trägst. Was egal. Komm mich einfach besuchen, wenn du es dir überlegt hast. Nee, nicht vertrauen. Und was mache ich jetzt? Wo soll er nicht vertrauen? Das steht fest. Richtig, Sora, richtig.
Wie lange habt ihr schon gelauscht? Die ganze Zeit. Lange genug. Was soll's? Zora hat recht. Du darfst dieser Meerhexe nicht trauen. Ursula führt Böses im Schilde. Das merkt man ihr an. Da sind wir uns ja einig. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo Fabio es ist. Ursula ist die Einzige, die uns helfen kann. Und was ist mit uns? Lass uns mit Ursula reden. Du musst dort nicht allein hin. Wirklich? Ihr kommt mit? Na klar, ich weiß, wie das ist, wenn Freunde in der Klemme stecken. Auf geht's. Ach du Scheiße. Hat sie das wirklich zwischen den Titten gesteckt? Das will ich irgendwie nicht glauben. Aber anscheinend hat sie das wirklich getan. Ich glaube, da muss ich nochmal Ariel gucken, um genau auf die Brüste zu achten, welche Größe die haben hier. Du Scheiße, was für eine riesen Titten sie haben muss. Und wie viel Raum sie zwischen den Titten haben muss. Das ist ja das Wichtige. Ach du Scheiße, Titten hier. Tittenalarm? Ach ja. Ich habe keinen Safe Point oder keinen Mogelraum gemacht. Mogelraum, ja. Ich muss einen machen. Ich will mal sehen, was für Karten ich jetzt bekomme. Ich kriege sowieso ein Set umsonst, das ist das Beste. Ja. Was kriege ich für Karten? Spiel. Okay. Das sind einfach mal krumme Zahlen. Ich mache mal das hier. Das muss dann mindestens... Oh! Oh, oh, schöne Karten. Das hier. Okay, und das hier. Aha. Ist das High Potion? Nein, normale Potions. Okay, das war's. Das dann. Okay, da geht's weiter. Aber ich speichere hier gleich mal. Also ein Safe Point machen, meine ich. Ein Safe Point kann immer kann nicht schaden. Wie viele Karten ich davon habe, heftig. Din. 48, heftig. Und hier kommt gleich der nächste Bossfight. Oh, ihr seht so richtig wenig von diesem Video. Seid einfach mal froh, dass ich es gemacht habe. Ach ja, da gab es eine Gegnersorte, die ich vergessen habe zu zeigen. Die zeige ich euch beim nächsten. Beim nächsten Dungeon, den wir bald besuchen werden. Hey, so viele Gäste. Hast du dir schon überlegt, Liebes? Für Fabius würde ich alles tun, aber du musst mir beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Du hast gesagt, wir könnten Fabius retten, wenn ich dir den 13 gebe. Beweis es. Aber natürlich, siehst du? Hä? Ariel! Wusste ich doch, dass da was faul ist. Da hast du es. Wenn du deinen Fabius zurückhaben willst, gib mir den 13, Schlampe. Wieso machst du das? Haha, endlich gehört er mir. Jetzt bin ich die Herrscherin der Meere. Lass Fabius frei. Niemals, aber natürlich. Ach, bin ich großzügig. Apropos, du wolltest doch immer schon andere Wetten sehen, oder? Nun, Liebes, für dich habe ich die perfekte Wette ausgesucht. Leider ist sie nur eine Hinfahrt. Also die Hölle. Und das ist... Liege Ursula, das Meer und seine Bewohner werden von mir niederknien. Diese riesen Titten. Ausschnitt. Man muss erst den Tentakel jetzt zerstören, da kriegt man die grüne Karte. Da kommt sie runter mit ihrem Kopf. Und so. Bossfight wird schnell vorbeigehen. Omnischlag. Okay, triffst wenigstens den Tank. Okay, er hat sie getroffen. Nein, Ariel, ich will nicht mit dir spielen. Ach, die kann irgendwie nichts. Ich kann irgendwie echt nichts. Hallo, kommt noch irgendwas von dir? Okay, ein Tentakel ist weg. Ariel.
Okay. Und das hier und... Halt die Fresse. Du hast hier nichts zu melden. Sag ich ja. Einfacher Boss und ein Level Up. Ursula bekommen. Und krieg ich noch eine Spezialattacke? Nee, dann mache ich einmal kurz LP. LP kann man immer gebrauchen. Ich werde das jetzt auf 50 machen. Anders überlegt. Sei bitte nicht böse, Ariel. Ursula hat mich reingelegt. Mit was denn? Mit Bonschen oder was? Durch die Kinderfickerei hier. Fabius, das ist doch egal. Hauptsache, du bist in Sicherheit. Jetzt müssen wir nur noch den Dreizack zurückgeben. Dann wird alles wieder gut. Aber was passiert, wenn der König rausfindet, dass du den Dreizack gestohlen hast? Dann kriege ich jahrelang Hausarrest. Haha. Ariel, wo bist du, mein Kind? Wenn du mich hören kannst, bitte antworte. Hier, Sebastian, die kleine Kabel. Das ist Sebastian. Er hat einen langen Weg zurückgelegt, um mich zu finden. Genau, und wenn es ihm gelingt, kriegst du Ärger. Hey, ich hab's. Warum sagst du nicht einfach, Ursula hätte den Dreizack gestohlen? Und dass du ihn allein zurückgebracht hast? Dann bleibt dir der Ärger gespart. Die Idee kam mir auch gerade, aber das geht nicht. Ich will nicht lügen. Ich möchte keinen Ärger kriegen, aber ich kann nicht lügen. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht die besten Entscheidungen getroffen habe. Es war falsch, den Dreizack zu stehlen. Aber ich habe den Fehler begangen, weil ich dir helfen wollte, Fabius. Und daraufhin bin ich stolz. Oh, wahre Freundschaft. Jemand anderem die Schuld zu geben, wäre Verrat an diesem Gefühl. Ich sage die Wahrheit. Für immer und ewig. Sie hat recht, Sora. Ehrlich, wert am längsten. Hey, das war bloß ein Scherz. Jetzt bin ich hier, der Boomer. Okay. Welcher Boss kommt jetzt gleich? Ich weiß es gar nicht. Deswegen speichere ich mal und wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Sehen wir mal uns an, welcher Boss jetzt kommt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wer das ist. Du bist... Ja, okay, ich wusste es. Riku! Oh nein. Was machst du denn hier? Bisschen chillen und du? Bisschen gammeln? Du wirkst gar nicht erfreut, mich zu sehen, Sora. Sag mir, wenn du was Wichtiges zu tun hast. Was Wichtigeres zu tun hast. Nein, natürlich nicht. Ich meinte ja nur... Schon gut, ich wette, du hattest mich sowieso beinahe vergessen. Bist du verrückt? Ich bin so weit gereist, um dich zu suchen. Aber jetzt nicht mehr, was? Jetzt dreht sich alles nur noch um Namini, stimmt's? Ich bin ja genauso egal wie Naminis Gefühle. Was soll das denn heißen? Du hast nicht mal drüber nachgedacht, oder? Du willst zwar Namini sehen, aber wer sagt, dass sie dich genauso sehen will? Sehr witzig. Wer macht hier Witze? Namini will dich nicht mal sehen. Warum nicht? Frag deine Erinnerungen. Du hast ihn schlagen, Sora. Versuch dich doch mal an sie zu erinnern, weshalb Namini die Insel verlassen hat. Warum? Was habe ich getan? Ist es meine Schuld? Wie schon gesagt, du hast sie geschlagen. Oder nicht? Riku! Geh nach Hause, Sora. Das sind zu viele Stockwerke, Riku. Nee. Ich kümmere mich um Namini. Jeder, der hier nahe kommen will, muss an mir vorbei. Wo liegt dein Problem an? Oder was ist dein Problem, Digga? Wir sehen uns endlich wieder. Und du tust mir das an? Seit wann bin ich dir wichtig? Namini ist nicht die einzige Person, die die Nase voll von dir hat. Riku, nein! Ach, jetzt kommt dieser hässliche Kampf. Ich mag den überhaupt nicht. Ich mag den überhaupt nicht. Ja, fick dich hier. Das ist Ragnarök. Und nochmal. So. Ja, greif an, Sora.
Okay, wenigstens habe ich dann Ragnarök gezeigt. Das ist das Wichtigste, finde ich jetzt mal. Wenn du schon triffst, dann richtig hier. Hat er gerade neben das gesagt oder neben das? Voll gut. Yay, Goofy-Trompel. Ich habe mir den Kampf viel schwerer vorgestellt als in der Vergangenheit. Okay, ich kann dann noch eine neue Attacke zeigen. Ganz stumpf einfach abbauen, okay? Rico, warte! Nee, anscheinend hat er keine Lust. Hell je. Was ist passiert, dass Rico sowas sagt? Pubertät, sage ich mal. Wir sollten Rico hinterherlaufen. Warum steht der denn hier rum? Rico, wo bist du? Marco, Polo. Wie die angedackelt kommen hier. Sora, alles in Ordnung? Mach dir keine Sorgen um mich. Was ist mit Rico geschehen? Er hat sich wirklich sehr zum Verhalten. Fast so, als hätten sich die Herzwesen wieder seiner bemächtigt. Unmöglich. Anselm hat ihn einmal gekriegt. Aber Anselm ist Geschichte. Wir haben dafür gesorgt. Dann frage ich mich, was mit ihm los ist. Denn... Warte, müsste nicht der König bei Rico sein? Wenn Rico etwas zugestoßen ist, dann schwebt der König womöglich in Gefahr. Wir müssen ihm helfen. Ja. Irgendwie hat er mal keine Lust oder so. Sora? Hey, Rico ist noch immer dein Freund. Und daran gibt es keinen Zweifel. Sicher? Ich weiß, dass er vorhin einige schlimme Dinge gesagt hat. Aber vergiss nicht, dass wir im Schloss des Infanten sind. Hier verlieren die Menschen nach und nach ihr Gedächtnis. Rico hat wahrscheinlich bloß vergessen, dass ihr befreundet wart. Dann mag er mich also noch und hat es bloß vergessen? Dann mag er mich also noch? Das klingt irgendwie... Oh, das nehme ich an. Statt traurig zu sein, lass uns lieber rausfinden, wie wir Rico auf die Sprünge helfen. Du jammerst doch sonst nicht. Komm, wir helfen alle zusammen und finden dir eine Lösung. Jiminy hat recht, man soll seine Freunde nicht verstoßen. Niemals. Niemals. Ja, okay. Nein, nein, nein. Das klingt aber gar nicht nach dem Meister des Schlüsselschwertes. Okay, wie klingt das? Jetzt kommt eine Rede. Ich werde Namine, Rico und den König retten, selbst mit verbundenen Augen. Na also, das nenne ich mal Motivation. Herzlose, ha! Ihr Kräfte des Bösen gibt euer Schlimmstes. Sehr gut, sehr gut. Jetzt klingst du wie ein richtiger Held. Mann, der lässt sich aber leicht mitreißen. Jetzt Sora, ihr lebt und lebt. Typisch, Kindchen. Okay. Es ist schön, dass der glückliche Sora wieder zurück ist. Lass uns die Pferde nicht mit dir durchgehen, Sora. Ey, Ragnarök hat echt geholfen. Gut so. Ich gehe mal in die nächste Welt schon. Ich hab bisher jetzt 23 Minuten. Ich kann noch ein bisschen weiterspielen. Nimmerland. Ich glaube, ich spiele heute noch ein bisschen länger. Wo sind wir denn jetzt? Der Boden schwankt irgendwie so. Ich kann auch das Meer hören. Ich weiß es. Wir müssen im Inneren eines Schiffes sein. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Aber welchen Weg nehmen wir? Huch? Wer bist du denn? Naseweiß. Yay, ich kann fliegen. Du nicht. Vielleicht versucht sie uns zu helfen. Da könntest du recht haben. Okay. Folgen wir einfach mal der kleinen Frau. Schlüssel ist anbeginnt. Was wollte ich denn zeigen? Ah ja, safe hier. Warte, wie ging die Attacke nochmal? Safe hier. Achso, das war eine blaue Attacke. Ja, safe hier. Aerogravitas Beschwörungskarte. Erdbeben. Hm.
Okay, ich mach mal kurz Safe hier dann. Ich zeig mal kurz dein Safe hier, aber ich brauche dafür erstmal Aero und Gravitas Karten weg. Ich mach die hier kurz weg und dann machen wir Aero. So, und ja, okay, geht ja. Warte, was stand da noch? Was brauche ich dafür? Irgendeine... Ach, komm. Beschwörungskarte. Okay, geht klar. Okay, hier sind die Gegner schon, die auch eher sind. Es gibt noch eine andere Sorte, aber irgendwie sterben wir sie sehr schnell oder so. Ach, das ist die Gegnersorte, die ich zeigen wollte. Die gab es auch da. So, so. C4. Die Attacke ist gut. Aber ich glaube, die will ich nicht einsetzen, weil Cloud ist besser. Er kann mehrere Gegner treffen. Raumkarten habe ich eigentlich alle gezeigt. Ach ja, gnadenlose Dunkelheit. Da kommen ganz halt Herzlose. Da sind Herzlose doppelt so stark. Und ja. Okay, ich werde noch alle Gegner sollten hier zeigen. Also wir sehen uns noch gleich. Ach ja, ich hab mich, was ich gerade erinnert habe. Ein paar Feindeskarten habe ich hier neu bekommen. Wie das hier. Befeinflusst die Gravitation. Das habe ich davor schon bekommen. Und gerade das versteckt die Karten vor gegnerischen Blicken. Und das hier. Und was kann die denn hier? Ja, okay. Dann können die LP. Kann man gut gebrauchen. Aber das brauche ich erst später erstmal. Ach, hier sind die Gegner. Gut, gut, gut. Okay, gut. Endlich sind die aufgetaucht. Und nein, die sind eigentlich stark. Aber es liegt eher daran jetzt gerade, dass ich hohe Karten habe. Okay, kurz Weltkarte zeigen. Oh, viel Spaß wieder für mich. Okay, wir sehen uns gleich wieder.